Hallo ihr Lieben, in diesem Video zeigen wir euch, wie ihr ohne nachzufallen und ohne Verstärkung einen Ombre-Effekt oder Babyboomer-Look mit unseren Shellac-Farben machen könnt. Richtig gehört, Shellac-Farben. Wir zeigen dir, wie du hier die alte Modellage abträgst. Guck mal, das hat sich einiges gelöst und jetzt sehen wir, dass die Nägel ganz schön darunter gelitten haben. Das war auch zu lang. Die Kundin war jetzt 5 Wochen nicht bei uns und das ist für sie vielleicht einfach zu viel. Mit dem Diamond Bit, also Diamant Bit Flamme, geht es kinderleicht, so eine trockene Apparatmaniküre zu machen. Aber dafür musst du schon die Technik beherrschen. Hier siehst du, dass die Nägel haben wir abgefeilt und ein Nagel gefällt uns nicht so gut. Das ist krumm, die Nägel rollen sich und die Seiten sind etwas eingefallen. Und für diese Modellage, was wir uns vorgenommen haben, ist das einfach nicht schön genug. Wir zeigen dir, wie du so einen Nagel etwas ausbessern kannst. Erstmal machen wir eine Basisschicht mit dem Shellac-Basis. Du siehst ja, der Nagel rollt sich nach unten oder rollt sich überhaupt. Und dann zeigen wir dir, was du mit dem Lady Naturell, also Build Up Naturell, kannst du diesen Nagel etwas ausbauen und dann ist der Nagel gerade. Abwischen, abfeilen und dann los geht es mit unserem Shellac. Du siehst ja, dass der Nagel ist immer noch nicht schön, da müssen wir von unten abfräsen. Ist ja klar, wenn wir von oben aufgebaut haben, dürfen wir nicht so dicke Spitze da lassen. Und mit diesem Bit kannst du das auch super ausbessern. Jetzt sieht das alles gerade aus und wir können schon mit Shellac modellieren. Wir haben diesen ganz leichten Rosé genommen. Das muss ja Babyboomer oder Ombre-Effekt, muss ja nicht nur weiß sein, sondern man kann auch Rosa mit Rosa vermischen. Wir modellieren einfach die Spitze etwas dicker, weil der Nagel, also der Nagellack oder UV-Lack ist nicht so deckend. Die rosanen Effekte sind schon sehr schwer pigmentiert zu machen. Und dann haben wir das so modelliert. Jetzt nehmen wir etwas kräftigeres Rosa und modellieren dann oben von der Cuticle zur Nagelspitze. Wir nehmen diese Tropftechnik im Anspruch und dann modellieren wir etwas nach unten und mit dem Ombre-Pinsel ziehen wir das etwas über diese leicht Rosé und dann siehst du, wie schön das geworden ist. Dann härten wir das Ganze aus und versiegeln mit dem Top vom Shellac und du siehst, dass es sehr gut geworden ist. Einfach die Ränder reinigen, etwas die Form richten und jetzt haben wir die fertigen Nägel. Guck mal, wie schön das ist, alles glatt, ohne nachzufallen, etwas verstärkt mit dem Shellac und kannst du auch ausprobieren. Wir freuen uns auf eure Kommentare, auf eure Erfahrungen. Bis bald, eure